Nacht ist vorbei, der Tag beginnt. Mal sehen, ob heute der Schnee gewinnt. Nein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Oberhand behalten als Fahrer. Also heute Nacht hat es hier tüchtig geschneit. Schaut mal raus. Liegt einiges rum hier. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen was weggetaut. Es sind nämlich jetzt schon wieder Plusgrade. Also ich habe jetzt hier gestanden im Gewerbegebiet, beziehungsweise ja, Gewerbegebiet hier beim Einkaufszentrum in Oldenburg-Wechleu. Belästigt wurde ich von keinem, auch nicht von der Polizei, weil ich stehe nämlich hier auf einem Parkplatz, wo eigentlich nur PKWs stehen dürfen. Aber der andere Parkplatz war richtig zugeschoben mit Schneewehen, das habt ihr heute Nacht gesehen, wo ich gekommen bin. Ging nicht so richtig rein. Ja, und jetzt mache ich halt wieder los, meine Ware in Emden anliefern und dann fahre ich mal nach Bremen, dort laden und dann werden wir sehen, ob ich heute noch zustelle in Leipzig. Raus aus dem Gewerbegebiet, aus dem Einkaufsdings hier. Hier ist halt dieses große Famila-Einkaufszentrum. Ja, und dann sind hier noch ein paar andere kleine Geschäfte. Unter anderem ist hier auch ein Fressnapf, wo ich ab und zu mal was für meine Hunde kaufe. Aber leider ist der noch nicht offen. Sonst hätte ich gleich was mitgenommen. So, und jetzt geht es doch schon wieder auf die Autobahn gleich. Im Verkehrsfunk haben sie nichts gesagt, dass irgendwo was gesperrt ist oder irgendwelche Behinderungen sind. Also dürfte es keine Probleme geben. Ich werde mir dann natürlich gleich die Gurte bereitlegen, die ich dann hinten auf dem Hänger brauche. Auf der Maschine habe ich ja schon 3 Gurte. Die müssten eigentlich reichen. Den ersten Hub brauche ich ja nicht gurten, weil der in der Ecke steht. Beim Hänger muss ich ihn gurten, weil ich die Ecke nicht habe. Aber bei der Maschine brauche ich ihn nicht gurten. Also brauche ich bloß einen zweiten. Und den vierten und den fünften Gurten, weil der dritte ist schon wieder drunge, der brauche ich ja auch nicht gurten. Also brauche ich auf der Maschine 3 Gurte und auf dem Hänger brauche ich wahrscheinlich 4 Gurte. Den ersten, den zweiten, den vierten und den fünften, denke ich, werde ich gurten müssen. Wenigstens habe ich dann ordentlich Gewicht auf dem Auto. Da kann danach nichts passieren, wenn es schneit. Also mit Rädern durchdrehen und so, weil er dann ordentlich auf die Straße drückt. Wie sagt man so schön, er hat ordentlich Traktion. Das ist der Fachbegriff. Hier kann man wenigstens keine Ausfahrt verpassen, weil dort, wo ich runter muss, ist der Autobahn zu Ende. Die geht nicht weiter. Dann würde die in die Nordsee führen und das muss ja auch nicht sein, in der Nordsee schwimmen mit so einem Auto. Das Schwimmen überlassen wir den Schiffen. Da sind andere dafür prädestiniert. Schwimmen kann zum Beispiel mit seinem Schiff der Pierre Bécard. Der hat uns letztens Grüße aus Singapur geschickt. Jetzt ist er wohl in Urlaub. Ja, wenn du das hier siehst und hörst, ich grüße dich und wünsche dir einen schönen Urlaub. Genieße es. Jetzt habe ich abgeladen. Jetzt geht's auf nach Bremen. Schöner kleiner Schneepfluch hier.
So was habe ich früher auch mal gefahren. So ein Jeep mit einem Schneepflug davor. Parkplätze geräumt damit. Du musstest halt immer schon früh ab 3 unterwegs sein. Um 3 aufstehen, gucken, ob es geschneit hat. Wenn es nicht geschneit hat, um 5 nochmal aufstehen, gucken, ob es geschneit hat. Und wenn es geschneit hat, musstest du halt los. Deine Parkplätze räumen. Heute Nacht muss ja teilweise Chaos gewesen sein. Hier die 28 war ja gesperrt wegen einem LKW-Unfall. Da muss wohl irgendwie durch die Mittelleitplanke durch sein. Aber jetzt scheint es wieder zu rollen. Die Verkehrsmeldungen haben sich schon beruhigt. Es sind weniger geworden, aber es regnet noch. Bei 2 Grad. Naja. Aber wenn Salz gestreut ist, dann dürfte eigentlich nichts passieren auf der Straße. Ja, und jetzt müssen wir hier die B75 fahren bis zur Stadtautobahn. Und in der auf der Stadtautobahn fahren wir dann rüber zum Güterverkehrszentrum, also zum GVZ. Ein Güterverkehrszentrum ist nichts anderes als eine Stelle, wo Waren von einem Transportmittel ins andere Transportmittel umgeschlagen werden. Also sprich entweder vom Schiff auf den Zug oder vom Schiff aufs Auto oder vom Zug aufs Auto oder von Auto auf Auto. Also Güterverkehrszentrum bedeutet im Prinzip, hier werden Waren bewegt von einem Transportmittel ins andere, die von einer Ecke kommen und in die andere Ecke müssen, weil das Transportmittel dann nicht dorthin fährt, sondern woanders hinfährt. An der Stelle, da kommen praktisch die Felgen mit Containern aus der Türkei, werden dort auf Paletten gepackt, konfektioniert und mit den Paletten dann aufs Auto transportiert. Und wir fahren die dann in der Weltgeschichte rum, wo sie gerade hin müssen. Hier sind 10 km/h vorgeschrieben. Hier stoppt zwar keiner, aber das merken die schon, wenn man hier zu schnell ist. Das muss ja nicht sein. Oh, hier ist aber viel Betrieb heute. Das wird wohl länger dauern, denke ich mir. So, jetzt bin ich fertig hier. Hab mein Auto voll Felgen. Und jetzt geht's Richtung Leipzig. Um 9 Uhr rum bin ich in Leipzig. Naja, es wird wieder eine lange Schichtzeit. Da verrammle ich jetzt schon am Montag und am Dienstag meine langen Schichtzeiten. Na prima. Und meine kurzen Pausen. Ach Mann. So, was hebt man sich eigentlich für einen Freitag auf? Und tut das nicht schon am Montag und am Dienstag verrammeln. Und wenigstens fahre ich dann nur am Tag. Heute, gestern schon am Tag gefahren, heute am Tag fahren. Ja gut, wenn es dann abend dunkel wird, da kann man ja nichts dran ändern. Aber ich fahre ja lieber am Tag als nachts, das wisst ihr ja. Könnte ich ja eigentlich mal ein Liedchen drauf singen. Ihr freut euch doch immer, wenn ich ein Liedchen singe.
Liedchen, frei nach Helene Fischer. Und dieses Lied widme ich meinem lieben Freund Andreas Knoblauch aus Nordhausen. Atemlos fahr ich am Tag, weil ich nachts das nicht so mag. Atemlos auf der Autobahn will ich immer wieder fahren. Na, cool, ne? Haha! Also, mein lieber Andreas, ich hab's dir versprochen und ich hab's getan. Ein Liedchen extra für dich gesungen. Wisst ihr, was es heute Leckeres gibt? Bratkartoffeln mit Rippchen. Die werden mir jetzt schmecken. Habe ich mir jetzt gerade warm gemacht. Und jetzt lasse ich mir die rund richtig munden. Und dann bin ich satt und faul und habe keine Lust mehr weiterzufahren. Dann würde ich mich am liebsten hinlegen, aber das geht ja nicht. Also, ich esse jetzt meine Bratkartoffeln. Und euch kann das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich weiterfahre. Also bis gleich. Die sind lecker. So, jetzt muss ich schauen, dass ich noch bis Leipzig komme. Aber das müsste ich jetzt eigentlich in 4,5 Stunden schaffen. Dann mache ich jetzt schön Pause. Morgen früh geht es dann in Leipzig zum Abladen. Felgen runterhauen. Porsche Felgen. Cayenne und solches Zeugs. Da könnt ihr mich gut erkennen. Meine neue Illumination beleuchtet mich. Toll, ne? Kann ich in allen möglichen Farben einstellen. Was ich natürlich tunlichst unterlassen werde, wäre rot. Nicht, dass das dann irgendwie falsche Erwartungen bei irgendwelchen Leuten weckt. Ha, habt ihr das gesehen? So. Oder lila. Grün. Blau. Wie hatte ich das vorhin? Jetzt kriege ich die Farbe von vorhin nicht mehr hin. Na toll. Dann bleibt die eben. Ach nee, ich mach wieder grün. Oh, hier rangieren sie schon wieder überall rum. Toll. Na prima. Ach du Scheiße! Hier ist ja schon wieder alles zu spät. Alles zu spät hier schon wieder. Kannst du vergessen hier.
Kutscher stehen hier auch mittendrin. Das interessiert die hier auch nicht. Oh. Meine Fresse. Sämtliche Ecken sind hier zu. Da muss ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde Pause machen. So, also ich stehe jetzt hier neben dem Autohof auf einer Straße, die für landwirtschaftlichen Verkehr frei ist. Ansonsten ist sie für Kraftfahrzeuge gesperrt. Ich gehe mal davon aus, dass heute in der Nacht kein landwirtschaftlicher Verkehr hier stattfinden wird. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen und schlafe hier. Mal sehen, ob ich morgen früh einen Strafzettel dran habe, das werde ich weiß kriegen. Also hier auf dem Autohof war ja, naja, habt ihr ja selber gesehen, bist ja kaum rumgekommen mit dem Auto. Und hier kommen immer noch mehr LKWs, die sich hier herstellen wollen. Naja, ich bleib jetzt hier stehen und dann wird alles aus. Morgen früh bin ich dann schlauer und dann fahre ich morgen früh nach Leipzig abladen und dann nach Oelsnitz laden für Emden. Also meine lieben, stau- und knitterfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Bis morgen. Tschüss.